Salut, bis zusammen. Wir empfangen euch heute Abend in Bernvilla für euch von Dame Monserete. Der Jean-Jacques Henner ist hier geboren, ist aber 1905 in Paris gestorben. Es ist ein bekannter Maler geworden. Man hat ihn ein bisschen vergessen. Aber eine große Ausstellung im Musée des Beaux-Arts von Strasbourg bringt ihn wieder ans Licht. Es ist immer ein ganz spezieller Moment in einem Museum, wenn Tafeln von ihren Holzkisten vorsichtig ausgepackt werden. Es ist vielleicht noch rührender, wenn die Tafel für das erste Mal in die Heimat von seinem Maler zurückkommt. Alors, il est vraiment en parfait état de conservation. C'est vraiment une émotion. Céline, c'est vraiment une émotion. C'est l'Alsace, elle attend qu'il revienne dans la capitale alsacienne. Es ist ein ganz wichtiges Bild vom wichtigsten alsassischen Maler vom 19. Jahrhundert. Und es ist ein Bild, das wichtig ist vom ästhetischen Blickpunkt, aber auch vom historischen Blickpunkt. Nämlich, es heißt Alsace, sie wartet. Es ist 1871 gemalt worden. Das heißt, gerade vor unter 50 Jahren. Das ist nach dem deutsch-französischen Krieg, wenn Frankreich Alsace verloren hat. Der Jean-Jacques Henner ist 42, als er das Bild malt. Nach dem Krieg 1871 hat er sich für Frankreich und Paris entschieden. Die Ausstellung in Strasbourg sammelt für das erste Mal viele Bilder, die vom Pariser Museum gewidmet ist, gelernt worden sind. Der Henner hat seine Karriere in Paris durchgeführt, sich aber hier in Altkirch, dass seine Gabe unterstützt worden ist. Mit 13 ist er vom Kunstprofessor vom Collège de Charles Gutzwiller in den Griff genommen. Seine Eltern haben sehr früh gemerkt, dass er begabt ist für das Zeichnen. Also haben sie ihn, als er 13 Jahre alt war, auf Altkirch ins College gekriegt. Er ist zu Fuß auf Altkirch gelaufen. 12 Kilometer. Alle Tage, wo er Schüler war, ist er auf Altkirch gelaufen, zu Fuß. Von Altkirch auf Strasbourg, Paris, l'École des Beaux-Arts, 6 Jahre in Italien. Der Jean-Jacques Henner lebt gut von seiner Kunst, wird berühmt. Auf der anderen Seite ist, also es ist ein Gemälde auf Holz. Und auf der anderen Seite ist sein Bruder, der Seraphin. Aber trotz, dass Elsass deutsch geworden ist, bleibt der romantische Maler seiner Familie und seinem Dorf ganz nah. 1885 schloss er das Haus in Bernvilla bauen, wo er jeden Sommer seine weiblichen Modelle und Kumraden mitbringt. Das Saal, neben dem Rang, war sein Atelier, das er gemalt hat. Das Licht vom Norden mit einem großen Fenster, schön und gut Licht hat, und nicht blendet. Und wegen dem hat man es nicht gut auf der Südseite gemacht, immer auf der Nordseite. Der Rai Henner war ein großer Freund von der Natur. Und das hat nicht gesagt, Ökologist allemals, aber es ist ein bisschen das gesehen. Er hat Bäume gepflegt, Arboriculteur und eine Arboricultur gemacht. Und das war immer sein Ding. Wegen dem hat er auch Boden. Er hat nicht einfach nur Boden gekauft. Also, es war nicht für Bäume. Er hat Boden gekauft für Bäume schützen. Es ist hier in der Natur ums Haus, dass er den Hintergrund von vielen Tafeln findet. Er ist immer auf Bernvilla gekommen und immer gemalt in Bernvilla. Und hat das Haus gebaut. Und von diesem Moment ist er alle Jahre gekommen. 1905, mit 76, starb Jean-Jacques Henner in Paris und wird dort vergraben. Elsass ist immer noch deutsch. Sein Haus, die in der Zeit lang so soziale Warige, steht jetzt seit langen Jahren leer und sucht sich ein neues Schicksal.
So, und jetzt für unsere Frach oder Freschgemarrichtungsnorden vom Elsass auf Hofe zu dem Marine Scherer, wo dort ein Vorwarighaus restauriert. Geht los! Ich bin Marine Scherer von Hofe. Ich habe zwei Kinder und wir renovieren ein Elsasser Haus. Was haben wir gerne in Hofe? Wir kommen alle zwei von Hofe. Wir wohnen in Hofe. Wir haben ein Kind gekriegt in Hofe. Hofe ist einfach schön. Das Elsass wird nicht das Elsass ohne? Ohne Gläubiger Wein. Was ist das Schönste im Elsass? Im Elsass ist alles schön. Und in Hofe? Auch in Hofe sind wir die Schönsten. Yeah. Frach oder frisch? Ich bin frach. Mit viel Leid, wenn sie mich aufregen. Fleischwurst oder biogemäß? Ah, nein, Fleischwurst. Ja, lieber Wurst wie Gemüse. Was vertraust du nicht im Elsass? Stadtlich. Weil sie mich aufregen. Sie wissen immer besser wie uns. Sie meinen, dass wir im Land nichts haben. Aber im Land ist viel schöner wie in der Stadt. Im Land kannst du den Nachbar, kannst zum Nachbar Aperitif trinken. In der Stadt, wenn du zum Sali sagst, erkannt dich nicht, er schaut dich gar nicht an. Hoppla. Was wünschst du wie im Elsass für die Zukunft? Dass alle Elsassisch reden. Ist es ein schöner Spruch? Für mich ist es das Schönste.